an Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Hallo liebe Dysonauten und herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Episode eures Dysonaut Podcasts. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, egal wo ihr uns jetzt gerade hört, vielleicht am Handy, am Computer, im Auto, in der Bahn, irgendwo in der Uni, wenn ihr gerade in der Uni hört, aufpassen vorne, ne? Da sitzt jemand, der möchte euch was beibringen. Christian und ich, wir haben uns ein bisschen zusammengesetzt und haben unsere neue Aufnahmesoftware so ein bisschen getestet und dabei ist ein kleiner Sabbel-Podcast rausgekommen und ich möchte euch jetzt viel Spaß wünschen bei dieser kleinen, aber doch besonderen Episode eures Dysonaut Podcastes. Bis dahin, ciao. Ich hatte ich ja gerade vorhin geschrieben hier, Shadows of Brimstone gekauft, wo man einfach gar nicht sagen kann, ich habe mir Shadows of Brimstone gekauft, aber wenn man sich mal umguckt, was es da für Erweiterungen gibt und dass es schon 3 Core-Sets gibt. Wahnsinn. Ja. Nee, aber dieses City of the Ancients, das ist ja so, wie auch die, ja, wie bei ja, Tabletop-Spielen halt, ne? Die kommen halt auch im Gussrahmen, die Figuren. Muss erst da rausknipsen, weil ich habe bis sonst ja immer nur so Miniaturen-Spiele gehabt, wo die halt schon so fertig waren, ne? So, was weiß ich, Descent oder. Ach so. Ja. Oder das D&D-Boardgame und so ein Zeugs, alle ja. Die Figuren immer halt in einem Stück. Aber da sind die halt, wie gesagt, im Gussrahmen. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich habe gehört, dass die halt in den Core-Sets nicht so gut verarbeitet waren, dass man da schon schnitzen musste, dass die Teile ordentlich zusammenpassen. Ja. Aber, ja. Naja. Ja, das ist momentan, ich sag mal so Gloomhaven oder sowas, ne? Hier der Christoph hier, der bei mir hier in der Ecke wohnt, hier oben Ebenbüren, sag ich schon, der in Fürstenau wohnt. Der hat sich Gloomhaven gekauft, ne? Und die sind die sind so begeistert von Gloomhaven. Ist unglaublich. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das muss man mal gespielt haben. Ich habe mir echt jetzt nachdem ich jetzt das Sword and Sorcery hatte und auch größtenteils durchgelesen hatte, und ich hatte jetzt, wie gesagt, die letzten 10 Seiten fehlen mir noch davon in Regeln, aber es sind 56 Seiten. Das muss man sich echt mal für so ein Spiel. Das ist verdammt viel. Ja, finde ich auch. Und das sind große Seiten, ne? Ich weiß nicht, was das vom Format ist, aber die sind so, ich weiß nicht, so 25x25 irgendwie so ein rechteckiges, so ein quadratisches Format ist das mehr, ne? Ja. Wie gesagt, ist viel Text drin, aber gut, sind auch viele Beispiele bebildert und so, also man kann das verstehen. So, und dann hatte ich mir in dem Zuge danach auch nochmal Gloomhaven angeguckt. Ich hatte im Vornherein geguckt, okay, Gloomhaven, das gab es ja sowieso zu dem Zeitpunkt nicht, weil sie nirgendwo lieferbar, außer für horrende Preise und naja, wer will das schon zahlen? Ja, eben. Ne? Irgendwie sowas, weiß ich, 274 Euro. Da dachte ich, ja, Leute, jetzt müsst ihr aus dem Mangel hier wieder Kapital schlagen. Und dann bin ich ja irgendwie auf Sword and Sorcery gekommen und dachte dann so, ja, eigentlich ist das eher das, was du willst. Halt mehr Dungeon Crawl, mehr Mechanik im Dungeon. Und halt mehr Taktik. Und das ist, glaube ich, so bei Gloomhaven nicht ganz so der Fall. Also es hat ja zum Beispiel keine Würfel. Nee, eben. Ja. Also keine und Würfel Diese Mechanik mit den Karten, dass du dann halt dir ein Set, also ein Deck zusammenstellst. Also ein Deck, ja gut, sind 6 Karten halt oder irgendwie so am Anfang. Meine ich, habe ich in so einem Demo mal gesehen, wo du dann halt pro Karte oben und unten eine Aktion draufstehen hast und dann musst du ja irgendwie 2 ausspielen und bei der einen die obere und bei der anderen die untere Aktion spielen. Ja, irgendwie sowas ausführen. Ist das. Und ey, also nee, das war mir irgendwie zu... Zu sperrig? Das war mir zu eingeschränkt, so, weiß nicht, weil, also ich will halt irgendwo dann halt auch in diesem Spiel zumindest so die Anlehnung an ein Rollenspiel haben, wo ich frei bin, zu entscheiden, was ich tue. Ja. Klar gibt es dann da auch regeltechnische Einschränkungen, aber so... Ja, ich weiß nicht. Weil, und dieser Dungeon an sich, der war mir einfach zu, auch wie der schon aussah, diese Tiles, die waren mir zu steril irgendwie, zu so patternmäßig einfach nur ausgedruckt, so
Ich weiß nicht, das gefiel mir alles nicht so. Der Legacy-Effekt mag ja ganz cool sein, dass es da was zu entdecken gibt, aber ich glaube, der ist mir nicht so wichtig in dem Fall. Ja, weiß ich nicht, muss man halt einfach gespielt haben. Und das Problem ist, ich glaube, wenn du da, ich sag mal, jetzt einen normalen Abend hast, spielst 5 Stunden, 6 Stunden dran und machst das dreimal, dann hast du, glaube ich, weiß nicht, ob du dann schon einen Eindruck hast, der ausreicht. Ach, gute Frage. Also wenn ich das so gesehen habe, dann spielen Leute da irgendwie 30 Stunden und erlauben sich dann mal ein erstes Fazit. Und dann kommen Leute so, ja, mein vorläufig abschließendes Fazit nach 100 Stunden, aber wir sind noch lange nicht durch. Ja. 100 Stunden, ey, überleg mal, hast du beim Computerspiel in 100 Stunden hast du, was weiß ich nicht, was für einen Eindruck von dem Spiel bekommen? Da hast du A, das Ja, dann Spiel hast du durch das Spiel aber schon mehr und als nur richtig. Grundlagenspiel, nur die Story an sich, Ja, ne? das wollte ich aber gerade sagen. Also bei The Witcher Also. oder irgendwie sowas, da hätte ich auch noch sagen können, okay, 100 Stunden oder Oblivion oder irgendwie sowas, ne? Ja. Da hätte ich auch noch sagen können, okay, verstehe ich, aber nee, bei sowas. Obwohl, wie gesagt, Christoph sagte, also dieses Spiel gerade so mit Charakterklassen. Es gibt im Prinzip keine richtig festgelegten Charakterklassen. Das finde ich von der Idee her finde ich es cool, aber irgendwie nicht richtig konsequent umgesetzt. Also ich habe ihn gefragt, ne, so kann der Barbar denn auch quasi als Zauberer durch die Gegend laufen? Jein, könnte er. Er hätte es aber irgendwie gar nicht in seinem Kartendeck drin oder irgendwie sowas. Also gar Ja, nee, so nicht. habe ich das aber jetzt nicht verstanden. Ne? Also es gibt Charakterklassen, so wie ich das verstanden habe. Ja. Und diese Klassen sind ja auch das, was du freispielst, weil du spielst ja diesen. Also das ist auch so ein bisschen so, das fehlt mir da, weil für mich ist das auch immer so ein Teil wie im Rollenspiel. Das heißt, du musst eine gewisse Bindung zu deinem, oder musst, oder ich möchte halt gerne eine gewisse Bindung zu dem Charakter haben Ja, klar. und den ein bisschen aufbauen und so. Das ist zwar dann halt bei Gloomhaven auch so, aber der kriegt ja. Du ziehst ja aus so einem Kartendeck so ein Lebensziel oder irgendwie sowas. Ja, genau. So, und dann hat er, dann, wenn er das erfüllt hat, dieses Ziel, und ich glaube, das soll man ja auch vor den anderen geheim halten, oder zumindest das nicht offen aussprechen, dann geht er in Rente. So, und Ja, dann musst richtig. du den neuen Charakter machen. Genau, oder er geht tot, dann So. musst du es auch tun. Ja, dann auch, genau. Aber durch solche Geschichten, wenn du den zum Beispiel in Rente schickst, kann das halt sein, dass du dadurch gewisse Sachen freischaltest und dann dadurch zum Beispiel auch einen neuen Charakter oder neue Charakterklasse freischaltest. Das ist dann ja mit so Symbolen gekennzeichnet, die man halt eigentlich nicht deuten kann, damit man sich nicht vorher irgendwie schon spoilert, weil steht jetzt auf der Packung nicht drauf, hier ist der Hexenmeister drin. Ja, Ne? genau. Sondern hier ist irgendwie ein komisches Symbol drauf, irgendwie eine Flamme oder was weiß ich dann so, ne? Ja. Und dann packst du das aus und dann denkst du, ja, cool, hier ist das die Figur, das ist die Miniatur und hier sind die Karten und hier tralala und bla bla bla. So, darum geht es schon. Also so was ich für einen Eindruck hatte von diesen Actual Play oder wie man es nennt, Videos halt, wo sie das mal ein bisschen angespielt haben, da hatte ich schon den Eindruck davon, dass das halt um Klassen geht. Der eine kann halt das besser, der andere kann das besser. Ja. Inwiefern das jetzt was ausmacht und die sich voneinander abgrenzen, ist halt eben die Frage. Ne? Ich denke mal, also ich weiß nicht, wie es jetzt bei Splittermond, doch, da gab es auch Klassen, ne, da gab es Berufe, ne, so war Ja, das. da gab's Berufe und ja, was heißt Berufe? Eigentlich auch so Klassen hätte, ja, würde ich jetzt so fast sagen, ne? Ja, aber wie gesagt, also das stört. Ich meine, das hatte ja auch so einer im Video gesagt und meinte so, ja, man so, er hätte sich auch dran gestört, dass man halt diesen Charakter dann irgendwann in Rente schickt und einen anderen macht, aber für ihn wäre halt diese Überraschung und immer was Neues zu entdecken halt maßgeblich und wichtig gewesen. Ne? Also was heißt, also das hätte ihn nachher halt eben dazu bewogen, das Spiel weiterzuspielen, weil er das eben toll fand, diesen Aspekt, was er im Vornherein so nicht erwartet hat. Ja, weiß ich nicht, ob das bei mir auch so ist, ne? Also. Und du hast dir Sword and Sorcery gekauft, oder wie heißt das? Ja, genau. Muss ich mal googeln. Sword and Sorcery. Weil das sagt mir so gar nichts. Ja, ich hatte mir das angeguckt und dann irgendwie 2 Tage später schrieb ein Freund von mir in unserer Rollenspielgruppenrunde, meinte dann so, ja, hier, Sword and Sorcery hätte er jetzt letztens mal gesehen und das scheint ja irgendwie was zu sein, was wir machen wollen, was uns so als Gruppe gefallen könnte und so. Ja, oh ja, habe ich ja auch zufällig gerade geguckt. Und ja, wir sind da im Moment, ich weiß nicht, ich hatte ja, glaube ich, letztes Mal erzählt, wir sind ja so gerade im Moment
Eine Krise will ich das nicht nennen, aber In der Krise. ja, also es sind mal irgendwie ein, zwei Termine dieses Jahr ausgefallen, was dann dazu geführt hat, dass wir zum Beispiel 8 oder 9 Wochen lang Pause hatten und nicht gespielt hatten. Ne? Ah, okay. Und das ist natürlich für ein Abenteuer, also mit einer Story, wo eine Story drin ist, scheiße, weil du findest, den Faden wieder aufzunehmen, das ist mega schwierig. Wenn das jetzt ein kurzes Abenteuer ist, mag das vielleicht noch sein. Aber das war halt schon, ich glaube, Pathfinder nennt das, glaube ich, Großmodul oder sowas. Also es ist schon keine große Kampagne und auch kein einzelnes Abenteuer, sondern irgendwas dazwischen. Also schon ein bisschen länger. Das spielen wir jetzt, glaube ich, auch schon so ein Jahr oder so sind wir schon dabei, glaube ich. Also die Figuren Und sind ja der Knaller, ey. Ich bin gerade bei Fantasy Welt, das kostet ja gar nicht viel. nee, das geht wohl, ja. Weil ich, ganz ehrlich, das, das Cover finde ich schon sehr cool, ne? Also du weißt im Prinzip genau, worauf es hinausläuft. Und unten, wo Ja. drunter steht, ne, unsterbliche Seelen, das hat so ein bisschen was von DSA. Ja. Weiß ich, das sieht irgendwie Das stimmt schon. total geil aus. Also, Ja, das stimmt schon. Also, ich, ja. jetzt nicht negativ gemeint. Nee. Ja, aber beim Vergleich mit DSA, das sehe ich immer, also ich sehe DSA als sehr speziell an, was das angeht. Es mag sein, dass die früher mal versucht haben, so ein bisschen DSA, D&D das Wasser abzugraben. Aber das hat sich auch in eine komplett andere Richtung entwickelt. Ich meine, die würfeln zwar immer noch, in